Seit Februar sind die Dreharbeiten zum kommenden Indiana Jones 5 im Kasten und wie nun berichtet wird, steht Hauptdarsteller Harrison Ford kurz vor Antritt seiner nächsten Rolle. Der mittlerweile 80-Jährige wird fast 56 Jahre nach seinem Filmdebüt eine Figur im MCU verkörpern, und zwar die des General Thaddeus Ross. Der Generalleutnant der US Air Force ist ein begnadeter Taktiker. Seine Fähigkeiten umfassen vor allem das Führen von militärischen Einheiten in brenzligen Situationen. Seinen ersten MCU-Filmauftritt hatte die Figur in Der unglaubliche Hulk aus dem Jahre 2008, wo er militärisch gegen Bruce Banner vorging. Zuletzt sah man Ross in Black Widow, wo er wie zuvor von William Hurt gespielt wurde. Leider verstarb William Hurt Anfang des Jahres, somit war die Rolle vakant und wird nun von Harrison Ford ausgefüllt, wie offiziell bestätigt wurde. Damit stimmen die Gerüchte vom vergangenen Monat, dass Ford die Wunschbesetzung für diese Rolle ist. Wie unter anderem von Deadline berichtet wird, übernimmt Ford nun erstmals in Captain America New World Order die Rolle des General Ross und soll sich später in Thunderbolts weiterführen. Mit der Weiterführung der Figur steigt außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Red Hulk im MCU etabliert wird. Schließlich ist dieser nicht nur der größte Feind von Bruce Banner, sondern auch kein geringerer als General Ross selbst. Wir sind auf offizielle Meldungen gespannt und freuen uns auf Captain America New World Order am 1. Mai 2024 sowie Thunderbolts am 24. Juli 2024. Im Übrigen beginnen die Dreharbeiten von Captain America 4 Anfang 2023, also bleibt Ford gar nicht mehr so viel Zeit für die Vorbereitung.